Minecraft, willkommen zur nächsten Folge Minecraft Sky Factory Multiplayer Server. Ich habe letztes Mal hier noch einen Haufen Cobblestone reingemacht. Der ist jetzt alles durchgelaufen und zu Gravel. Außerdem haben wir den Diamond Hammer hier reingesetzt. Ja, durch die zwei Hammer funktioniert das ratzfatz. Da geht es richtig ab. Außerdem haben wir hier unseren Sieve leer laufen lassen. Hier ist ein bisschen was drin. Hier habe ich vorbereitet Dust. Möchte ich gleich sieben, aber ich habe mir gedacht, hier kann man ein Buch reinlegen mit Efficiency und dafür habe ich auch zum Beispiel von Shadow TS ein paar Eisen noch gekriegt, um mir einen Anvil zu machen. Außerdem habe ich von, jetzt muss ich überlegen, mein Eddie, glaube ich, hier einen Enchantment Table bekommen. So. Und alles andere, was noch hier in der Kiste drin ist. Mega viel Stuff. Auch unter anderem Obsidian, Netherstar. Ja, ich will das gar nicht alles. Ich werde nur ein bisschen dafür davon aufwenden jetzt erstmal. Und der Rest kommt einfach mal beiseite. Die Rüstung werde ich nicht anziehen, weil ich einfach sage, ich mache niemandem was. Ja? Ich möchte hier in Ruhe spielen. Und jetzt werden wir uns erstmal darum kümmern, dass wir uns dass wir uns ein paar Bücher machen. Die müssen wir dann enchanten, damit wir ein Glück bekommen, weil mit Glück macht das ganze die ganze Geschichte beim Sieben noch ein bisschen mehr Sinn. Da kriegen wir einfach mehr Ressourcen. Nein, Wasser bitte, danke. Wie gesagt, das macht mehr Sinn, da kommt dann mehr raus. Und deshalb werden wir uns jetzt mal um Bücher kümmern. Ich habe hier ein Rezept gesehen, Papier, ein Wassereimer. Haben wir noch so viel Eisen? Hier haben wir 8. Habe ich sonst kein Eisen mehr? Alles aufgebraucht, gibt's ja gar nicht. Das mal raus, das da rein, das raus. Ja, ich brenne hier auch schon ein bisschen einiges an Stein. Also ich bereite mich vor, darauf endlich mal richtig zu bauen. Das heißt, eine Base zu bauen. Hab da auch schon einen kleinen Plan. So, 3 Eisen. Hab da schon einen kleinen Plan, was ich bauen möchte. So, jetzt Woodchips so anordnen. Ich hoffe mal, dass der Wassereimer bestehen bleibt oder nicht, dass der... Also, dass der Eimer da bleibt. Jawohl. Haben wir Glück gehabt. So, und wegen irgendwas brauchte ich auch noch Clay. Das werden wir auch gleich noch machen. Also, ich muss mir schon ein paar Bücher machen. Ich werde bloß auf Level 1 verzaubern. Und die dann mit dem Anvil zusammenhauen. Daher brauchen wir keine Bücher extra für unser Bücherregale oder so. Brauchen wir nicht. Ein paar Strings. Dann brauchen wir noch das hier, weil wir haben kein Leder. Oh, da ist noch was drin. So, machen wir mal so. Das müsste vorerst reichen. Brauchen wir später vielleicht sogar sowieso. Noch 4 Bücher. Ha, das hat sich ja gelohnt. Level 1. Aqua Infinity. Sharpness. Okay. Also ich glaube, das Reaper Protection. Das habe ich mir schon fast gedacht. Also das wird ein längerer Prozess. Das werde ich eventuell doch erst zwischen den Folgen machen müssen. Ich überlege gerade, ob wir uns jetzt ums Bauen kümmern sollen. Ich weiß aber noch nicht. Ich habe einen Plan. Ich muss mal noch die Mitte kurz ausrechnen. Moment. Das war 13 groß, 13 breit ist meine Parzelle. 31.
Dann ist das hier 16. Die Mitte ist dann 16. Und dann haben wir auf links und rechts jeweils 15 Platz, genau. Okay, ja, toller Fail mit dem Teil hier. Ich dachte, ich krieg das einfacher hin. So, ich stelle mir hier auch noch mal eine Kiste. Ne, dann nicht. Hat jemand gesagt, dass da die Kiste hin soll? Hier hin. Und da kommen Bücher rein. Ja, okay, dann machen wir jetzt was anderes. Und zwar haben wir hier die Solarzelle weg. Hier auch. Und die pflanzen wir jetzt da dran. So, und dann hauen wir hier denn das durch. Der gibt hoffentlich Vollgas hier. Den boosten wir noch ein bisschen. Ist schade. Ist schade. Ich brauche den Dust für Redstone. Ich hätte gern so ein Buch. Und da ist schon wieder Gravel drin. Der soll da gar nicht rein. Da muss erst der Dust voll rein, durch. Ach, so ein Buch macht's halt viel effektiver. Ich frag nochmal. Da ist keiner mehr da, hä? Green Gamer, der hatte heute Mittag schon keins. Ah, wie können wir Lack kriegen? Wir können noch ein paar Bücher herstellen und es damit probieren. Ich merke gerade, ich habe auch kein Ton gerade in Minecraft. Auch ein bisschen doof. Es kommt daher, dass ich den Client wahrscheinlich nochmal hätte neu starten müssen. Machen wir zur nächsten Folge. Solange keine Monster kommen, ist es mit dem Ton auch nicht so wild, finde ich jetzt. So, einmal. Vier, sechs, acht und ein Papier haben wir, glaube ich, noch. Ne, wir kriegen 10, kriegt man raus. Ich finde es hier vor allem cool, dass es so verschiedene Möglichkeiten gibt, um alle Sachen herzustellen. Ja? Dass ich nicht darauf angewiesen bin, dass ich jetzt wirklich unbedingt Kühe töten muss. 1, 2, 4. So, haben wir nochmal 4. Dann probieren wir uns nochmal unser Glück. Sharpness. 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 Gibt es überhaupt Glück bei Level 1? Efficiency. Efficiency heißt, es wird ein bisschen schneller, glaube ich. Hä? Wo ist das Buch hin? Tut er das hier rein? Jomisch. Okay, wir haben kein Glück gekriegt. Ist doof. Müssen wir irgendwann noch mal probieren. Schlafen, komm. aber wir wollten auch eine Leadstone Energy Cell bauen. Dann machen wir das jetzt. Lead leert. Da war sie gerade. Leadstone Energy Cell. Für Lead brauchen wir ein. Ach, das ist ja easy. Und wir werden das mit unseren Ressourcen machen. So, und dann brauchen wir noch 3 Kupfer und ein Elektrum. Ja, toll. Wie kriegen wir das? Gold und Silber. Silber und Gold im Aluminium, Alloy Smelter.
Was ist denn jetzt schon wieder los hier? Gold und Silber. Was haben die geschrieben? Irgendwas stimmt hier nicht. Maruna ist Leaping 1 von 2, aber wir sind hier 3 Grad auf dem Server. Das heißt, irgendwas stimmt nicht. 2 Elektrum haben wir. Redstone haben wir rausgenommen. Okay. Nicht so rum, oder geht es so rum auch? So, den da brauchen wir. Dann brauchen wir... Das brauchen wir, und was gehört in die Mitte? Redstone Block. Redstone Block und Glas. Nee. So. So, Redstone Energy Cell, dann kommt das dahin und Kupfer haben wir vergessen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Die Stone Energy Cell. Und das hier ist... Ah, nur der Frame. Okay, sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt einen festen Energiespeicher. Den werden wir jetzt aber noch gar nicht aufstellen, glaube ich. Sondern ich werde jetzt... mal hinten kurz anfangen, die Plattform zu bauen, wo unser Haus drauf soll. Ich werde vorher natürlich alles hier in die Kiste werfen, damit nicht alles wegkommt. Hä? Nur noch? Ich dachte, der wäre schon durch mit dem Dust. Warum braucht er denn so lange? Hm. Naja, egal. Was soll das? Das hauen wir auch mal hier rein. Alles weg, was wir nicht brauchen. Brauchen tun wir Cleanstone. Aber nicht so viel. Ah, wenn wir sterben, ist nämlich alles weg. So, und dann gehen wir mal nach hinten. Ich möchte nämlich ganz hinten anfangen zu bauen. Ach so, nee, ich möchte... Oh Mann! Haben wir ja gut angefangen. Ich möchte nämlich mit Limestone arbeiten. Nichts überstürzen, junger Mann. Oder wir fangen hier an. Wir haben wie viele Chunks? Für unseren Bau 2, 4, 6 Chunks. Und ich habe hier verplant 1 Chunk, 2 Chunks, 3 Chunks, 4 Chunks sind verplant. Das heißt, wir können 1 Chunk nach hinten freilassen, glaube ich. Und dann bauen wir hier mal kurz. Kurz mal rüber bauen. Ich hoffe, wir haben noch Fackeln. 6 Stück. Wir lassen zur Wand. Muss ich gerade mal überlegen. Auf meinem Plan kommen da so 5 Teile hin und dann ist 1 Platz. Also 6 müssen frei bleiben. Ja, 6 Blöcke bis zum Glas. An den Ecken könnten wir uns eigentlich erlauben, dass wir weitergehen. Bis auf einen Block ran. So. Ich bin gerade am Überlegen, wie man
einen Fünfer. Ein Fünfer Zirkel baut. 3, 3, ja, oder? 3, 4, 5. Ja. So. 1, 2, 3. Und dann ist halt die Frage, nein, warte mal, der Radius ist 5. 1, 2, 3, 4, 5. Check's gerade nicht mehr. Wenn der Radius 5 ist, dann fangen wir mal mit. Dann haben wir aufmalen. 1, 2, 3. Dann haben wir hier 1, 4 und dann kommt hier noch 1. Es ist immer schwer, sowas in Minecraft zu bauen, damit man die Rundung hinkriegt. Aber ich glaube, ich habe es jetzt schon. Also 3, 1, dann wieder 3, 2, 3, 1, 2, 3. So, dann haben wir nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke frei. Genau. Dann kommt hier. Wie machen wir denn das jetzt? Eigentlich wollte ich ja. Möchte hier mit Cleanstone arbeiten. An den Ecken. Um das Fundament zu machen. Das Fundament führen wir auch hier weiter. Dann wissen wir nämlich genau, wie das sein soll. Ja. So, genau. Das wird der Grundstein. Doch, warte mal, können wir so machen. So, das ist der Grundriss unseres Gebäudes. Oder unserer, ja, unserer Oberfläche, unserer Grundfläche. Ich verliere jetzt zwar den ganzen Limestone, ist mir aber egal. So wichtig ist der nämlich gar nicht. Dann kriegt man, sobald wir ein gescheites Buch haben, Efficiency, ja, nicht Efficiency, sondern Luck, dann kriegt man davon nämlich genug. So, hier gehen wir jetzt nach vorn. Und ich habe mich entschieden, auch mit Limestone und sowas zu bauen, weil das wahrscheinlich keiner macht. Es wird sich wahrscheinlich keiner die Mühe machen, aufwendig Limestone oder Marble zu generieren. So wie ich. Ich werde jetzt zwischen den Folgen hier gucken, dass ich ein Ding hinkrieg. Ein Glückbuch. Und hier die Grundfläche der von meinem Dings da fertig bauen. Wobei ich gerade am Überlegen bin, ob das richtig ist. Ja, ja. Ob ich nicht nur eins reingehen soll. Eigentlich habe ich meinen Plan, dass ich 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich sogar noch 2 reingehe, also hier erst. Hab. Hier erst die Mauer ist. Oh, ich muss Fackeln setzen. Sonst kriegt man gleich Besuch. Okay, gut. Also wie gesagt, ich bin am Überlegen, wie ich das machen soll.
Aber ich wollte jetzt hier mal anfangen, damit ich meine Maschinen hierher platzieren kann. Weil die sollen hier hinten stehen. Gut, so viel von heute. Limestone ist aufgebraucht, Fackeln auch. Eine Grundplattform haben wir jetzt mal umrissen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Minecraft Sky Factory wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ciao.